Und jetzt die Werbung. Der schönste Tag im Leben. Wenn sich zwei Menschen lieben und vor dem Altar Ja sagen. Was kann diesen Moment schöner vollenden als Trauringe von Schmuck Novak? Ihr Trauring-Spezialist mitten in der City von Hagen. Wenn Ihnen der Sinn nach traumhaftem Design und hochwertiger Qualität steht, dann ist Schmuck Novak in Hagen die Adresse für Sie. Schmuck Novak in Hagen in der Mittelstraße 21 oder auch im Internet unter www.schmuck-novak.de. Schmuck Novak, wenn Schmuck die Sinne berührt. Radio 58. Aus Hagen für Hagen. Ja, Herr Becker, Evangelische Kirche, Katholische Kirche, DGB Hagen, im Hintergrund das Bündnis Aufstehen für Hagen. Sie haben eine Adventsbotschaft verfasst, eine Weihnachtsbotschaft, einen Mahnruf. Erzählen Sie einfach mal, warum Ihnen das wichtig ist, das auch jetzt genau mit dieser Konstellation unter die Leute zu bringen. Ich finde das schon besonders, dass wir in dieser Stadt so gut zusammenarbeiten zwischen Gewerkschaften und Kirche. Das ist gar nicht selbstverständlich, aber einfach gemerkt haben in den letzten Jahren, wir haben im Kern gemeinsames Thema, nämlich die soziale Gerechtigkeit und dass in dieser Stadt möglichst viele Menschen gut und menschenwürdig leben können. Und das fügt uns zusammen und deswegen haben wir auch jetzt nochmal ein paar Punkte aufgeschrieben zum Weihnachtsfest, die uns gemeinsam wichtig sind. Und das Ganze ist ja jetzt nicht so abwegig, ist ja eigentlich auch das, was Kirche eigentlich über das ganze Jahr hinweg irgendwo predigen sollte, ne? Also die Mitmenschlichkeit ist einfach auch ein Kern der christlichen Botschaft. Ich finde nochmal wichtig, dass wir immer daran erinnern, Weihnachten ist ja eigentlich ein ärmliches Fest. Also wie Jesus geboren ist, da in der Krippe, in dem Stall, das vergessen wir manchmal, weil es so ein bisschen niedlich gemacht wird. Aber es geht wirklich darum, dass Gott, das ist ja unser Glaube, sich ganz tief herabgegeben hat, auch in diese ärmlichen Verhältnisse dieser Welt. Und das ist für uns auch ein Auftrag, zu sagen, wie es Menschen in dieser Welt geht, ist uns nicht egal. Wie erreicht Kirche denn jetzt genau diese Menschen? Wodurch, womit? Es gibt ja in der Kirche ganz viel Engagement für die Menschen, die es schwierig haben in der Gesellschaft. Wir haben im Bereich der Diakonie ganz viele Einrichtungen. Wir haben auch, ich sag mal vom CVM, jetzt eine Weihnachtsfeier für Bedürftige. Ja, es gibt eine Suppenküche. Das sind alles doch Folgen christlichen Glaubens. Und gleichzeitig merken wir, man füllt so ein bisschen aber auch Lücken in unserer Gesellschaft. Und schöner wäre es eigentlich, wenn Menschen nicht so Almosen bräuchten, sondern wenn sie einfach durch unser System eine gute Grundlage hätten, dass sie ein menschenwürdiges Leben haben. Also Kirche und Politik in diesem Fall und auch überhaupt trennbar? Vielleicht in der Tagespolitik trennbar, aber in der politischen Botschaft nicht. Also, dass wir uns auch politisch dafür einsetzen wollen, dass es Verhältnisse gibt in unserem Lande, das ja kein armes Land ist, dass alle Menschen doch genug zum Leben haben, ob sie jetzt in Arbeitslosigkeit sind oder auch wenn sie einen Job haben, so viel dann verdienen, dass sie wirklich genug zu essen und ja, eine warme Wohnung und auch Teilhabe an Bildung und Kultur haben. Und das ist dann nicht nur zur Weihnachtszeit ein Thema für Sie, sondern soll auch im Jahr 2013 in diesem Bündnis dann weitergehen, ja? Das ist so. Wir machen ja auch seit Jahren schon Veranstaltungen. Wir wollen jetzt im nächsten Jahr auch vielleicht eine Fotokampagne machen, wo wir nochmal darauf hinweisen, wie auch eine Stadt an Grenzen kommt mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat. Und so wollen wir einfach gemeinsam auch übers Jahr wieder tätig werden und einfach dieses Thema als ein gemeinsames Thema wachhalten in dieser Gesellschaft. Radio 58. Aus Hagen für Hagen.